Noch einmal steht er so richtig im Fokus. Andreas Helfenbein, einer der siegreichsten deutschen Jockeys. Auch den Henkelpreis der Diana hat er einmal gewonnen und auch deshalb war er Gast bei der Auslosung der Startboxen. Aber noch mehr, er wird sein letztes Rennen in Düsseldorf bestreiten. Noch einmal hoch zu Pferde, auch wenn es kein echtes ist. Hallo Andreas Helfenbein. Hallo. Ja, du bist am Sonntag, sehen wir dich noch einmal im Rennsattel. Henkelpreis der Diana. Du bist nicht in der Diana, aber du bist in einem anderen Rennen aktiv, das letzte Mal. Dreijährige Sieglose, Real, genau. Das ist dein Freund, Andreas Maspol, dem das Pferd gehört. Das ist ein langjähriger Freund von mir und ein sehr guter. Ja. Und war das seine Idee, das so zu machen? Also er hat schon immer so hingedrängelt, aber nee, es war eigentlich meine Idee. Ich habe mir ein Pferd ausgesucht und habe gefragt, ob ich jetzt in der Diana reiten darf. Ist leider nicht reingekommen. Das habe ich ein halbes Jahr geritten. Das Pferd habe ich so ein bisschen vom Stress runtergeholt und ein bisschen in Gang gebracht. Und leider hat sie eine Auszeit sich genommen. Sie hat sich hier im Rennen leicht verletzt und dann kam sie nicht in die Diana rein. Aber da war das schon geplant, dass Andreas mich auf Real setzt. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich riesig, dass ich Real reite. Das ist ein richtig schöner Rennbahnabschied. Das hast du dir auch verdient, oder? Vielen Dank. Ja, ob ich es mir verdient habe, das musst du mir sagen. Ja, ich denke mal, die Kollegen, ich habe da so ein bisschen was Mut gehört. Also, du wirst da nicht einfach nur aufs Pferd steigen und wieder runterkommen. Da passiert, glaube ich, auch ein bisschen was. Oh, das wäre schön, ja. Also, ich bin für solche Überraschungen bin ich offen. Also, würde ich mich sehr freuen. Ja. Andreas, wir machen gleich noch weiter, aber du kannst erstmal absteigen und vielleicht ein Happen essen, ein bisschen Dasse vielleicht. Okay, ja, gerne. Und dann machen wir gleich weiter. Okay. Ja, Henkelpreis der Diana, das ist das zweitwertvollste Rennen, was wir in Deutschland haben. 2007 hat Andreas Helfenbein dieses Rennen mit Mystic Lips gewonnen. Andreas, das war auch eines deiner Highlights in der Karriere, oder? Ja, war schon eines meiner schönsten Momente. Aber davor habe ich wirklich sehr viele gehabt. Also ich weiß gar nicht, wenn ich die alle, was das Schönste war. Und was das Schlechteste war, das ist immer schwer zu sagen. Also bei 40 Jahren Rennsport ist ja so viel zusammengekommen, müsste ich eigentlich ein Buch schreiben. Ja. Beim Dachverband stehen, glaube ich, ich weiß nicht, 1665 Siege oder sowas, aber es sind ein paar mehr. Macau fehlt, glaube ich, da ganz. Ich war ja insgesamt zwei Jahre in Macau. Ja. Ich war ja einmal 3 Monate, 6 Monate, 3 Monate, 3 Monate und dann 1,5 Jahre in Macau. Und da hat sich einiges an Siegen zusammengesammelt, weil ich war da auch sehr, sehr erfolgreich. Wie viele Siege sind es insgesamt? 1821 haben wir mal ausgerechnet. Da haben wir da wirklich dann die ganzen Statistiken aus China. Ist sehr schwierig, die alle nochmal rauszusuchen. Mal gucken, ob es 1822 Siege werden. Das sehen wir dann am Sonntag. Warum nicht? Vorher war der 56-Jährige schon in der Pressekonferenz gefragt. Auch natürlich zu den Gründen fürs Aufhören. Am Gewicht liegt's mit Sicherheit nicht. So, ja, dann mal los. Boah, 53 Kilo in voller Montur. Andreas. Ja, ich mache mir selbst schon Sorgen. Ich muss mal ein bisschen zunehmen, aber ich krieg's nicht so hin, wie ich will. Bin halt ein leichter Typ. Irgendwann ist für jeden Leistungssportler Schluss. Auch für einen Jockey, der 40 Jahre lang voller Leidenschaft dabei war. Und was gab es so einen konkreten Anlass, wo du dann gesagt hast, Ende letzten Jahres, es reicht? Nee, das war nicht Ende letzten Jahres. Eigentlich habe ich es dieses Jahr erst beschlossen. So. Aber du bist September die letzten Rennen geritten. Ja, ich bin im September. Danach bin ich krank geworden, also erkältungstechnisch. Konnte nicht mehr weiter trainieren, ist ja ungesund. Und dann kommt sowieso der Herbst und dann habe ich gesagt, dann höre ich jetzt erstmal auf. Und es war eigentlich gar nicht beschlossen, dass ich aufhöre. Ich habe erst gesagt, dass ich aufhöre, als ich gemerkt habe, ich kann es nicht mehr. Ich kann die Leistung nicht mehr hinbringen. Und ich möchte auch keinen Besitzer oder Trainer irgendwie da blockieren. Wenn dann ein halbfitter Jockey auf dem Pferd sitzt, das habe ich immer gesagt, wenn ich merke, ich kann die Leistung nicht mehr bringen, dann reite ich nicht mehr. Und das habe ich dann halt auch umgesetzt. Ja, es kann sich keiner, der nicht Rennen geritten ist, vorstellen, wie viel Energie und Fitness man braucht. Das kann sich keiner vorstellen. Es ist wirklich enorm. Seid ihr, mir kommt das oft so vor, ihr seid ja erstmal durchtrainiert bis zum geht nicht mehr, kein ja. Gramm Fett könnt ihr ja, ja gar nicht haben bei dem ja. Gewicht. Ja. Seid ihr somit die fittesten Sportler, die es gibt? Also das gab es mal eine Langzeit, es gab mal ein Studio. Ich glaube, wir standen an der dritten Stelle. Ich glaube, der Rennsport stand an der dritten Stelle. Vorher war, glaube ich,
Boxer und noch irgendein anderer Sport war davor. Also wir gehören schon in die obere Kategorie rein. Ich denke Fußball, Boxen und dann kam der Rennsport schon. Weil die Energie und die Fitness, die muss schon sehr ausgeprägt sein. Du hast ja schon gesagt, du wirst weiterreiten in der Arbeit bei Markus Klug. Ja, ja. Bist du da fest angestellt? Ich bin fest angestellt. Bist du einer der wenigen, ne? Nö, ich bin ja leider viel zu spät aus der Selbstständigkeit rausgegangen. Ich war ja ewig selbstständig. Ich musste aber mit 55, komme ich ja nicht mehr in die Krankenkasse, komme ich aus meiner privaten nicht mehr raus. Und da hätte ich mich ja tot bezahlt. Und jetzt ist auch schon, wenn ich das gewusst hätte, wie angenehm das ist und ich hatte immer Angst davor, hätte ich es auch schon 10, 15 Jahre früher machen sollen. Eine weise Entscheidung, da hast du recht mit der Krankenkasse. Ja, es ist besser. Ja. Ja, Andreas, du hast in der Pressekonferenz eben erzählt, das ist der Sport, den du liebst. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wie das überhaupt angefangen hat? Ja, ich habe angefangen mit 3 Jahren, dass ich auf Pferde fixiert war und ganz pferdeverrückt war. Überall, wo Pferde waren, da war ich. Dann haben wir einen Reiterhof entdeckt, der war in Porta Westfalica, ein Stück weg von Frankfurt. Ich bin ja gebürtiger Frankfurter. Und da haben mich meine Eltern dann zum Schluss fast alle Ferien immer hingefahren. Und wenn ich da war und hatte 3 Wochen, dann habe ich angerufen, ob ich noch länger bleiben darf. Und dann sind es dann meistens 6 Wochen geworden, wo ich auf dem Reiterhof war. Morgens und abends Reitstunden. Und dann ist jemand, ein Freund von meinem Vater, zu uns gekommen und hat gesagt, Mensch, da war Pferderennbahn, ein Bericht im Fernsehen, ob das nichts für mich wäre. Und dann ist mein Vater mit mir, da war ich 13, auf die Rennbahn gefahren. Wusstest du vorher, dass es sowas gibt? Nein, wenn ich das gewusst hätte, da wäre ich viel früher da gewesen. Da wäre ich nicht mehr auf Reiterhöfen gewesen, da wäre ich da. Ich habe ja gesehen, wie viele Talente auch mit jungen Jahren eben angefangen haben. Dann hätte ich ein paar Jahre vielleicht früher schon ins Rennen eingegriffen. Aber so wie es gelaufen ist, das war schon gut. Wo hast du dann die Lehre gemacht? Bei Andreas Hecker in Frankfurt. Also du hattest das Glück, dass du in Frankfurt auch geboren bist, ja, ne? Ja, ich wohne Randgebiet, also habe Randgebiet am Taunus gewohnt. Das war sehr ländlich freundlich. Mit der Stadt selbst habe ich nie viel zu tun gehabt. Und die Rennbahn, die war ja auch außerhalb und das war toll. Ich hab geweint. Ich hab gesehen, wie die Tribüne gebaut wurde. In der Zeit haben wir Ärger mit der Pferde gehabt, weil wir ja immer dran vorbeireiten mussten. Und ich habe leider gesehen, wie sie eingestürzt ist. Und das hat mir schon so ein bisschen auch das Herz gebrochen. Ja, Andreas, du sagst, du bist eigentlich zu leicht. Normalerweise haben Jockeys ja oft das Problem, dass nach dem Ende der Karriere sie zu schwer sind. Da rennen ja auch einige auf den deutschen Rennbahnen rum, von denen man gar nicht mehr denkt, dass die mal Jockey waren. Ich habe jahrelang Gewichtsprobleme gehabt, aber vom Allerfeinsten. Ja. Ich habe manchmal donnerstags noch 58 Kilo gewogen und habe am Wochenende 54 geritten. Also ich habe da schon Schindluder getrieben. Das war also wirklich ein Jojo-Effekt, den ich über viele Jahre mit mir rumgeschleppt habe, bis dann der Punkt gekommen ist, wo ich gesagt habe, so geht's nicht mehr weiter, weil dann höre ich bald auf. Das habe ich nervlich auch nicht mehr ausgehalten, dann nicht essen und vollfressen und 3 Tage gar nichts essen. Und dann habe ich Gott sei Dank jemanden an die Hand bekommen, der mich eingeweiht hat, wie der Körper funktioniert. Sport, Ernährung, Abnehmen, Fettabbau, Fettwaage, da waren so viele Sachen, die der mir rübergebracht hat, an die ich mich dann auch gehalten habe. Und auf einmal war das Fett abgebaut. Und ich habe keine Gewichtsprobleme mehr gehabt. Also man muss das kontinuierlich und immer vernünftig machen, wenn man so einen Beruf hat. Ja, das auf jeden Fall. Und man sollte auch auf seine Gesundheit achten. Also das, was ich da damals gemacht habe, das war nicht schön. Ich bin ja wirklich von Sauna zu Sauna gefahren und immer 1,8 Kilo musste ich noch in der Sauna schwitzen. Also das war schon ungünstig auch für die Leistung. War ein Fehler. Trotzdem, du bist 56 Jahre alt, darf man so sagen. Ja, ja. Und dann so lange in so einem Sport so topfit zu sein, das ist eine reife Leistung. Ist aber vielleicht gerade dieser Verzicht auch das, was euch so lange fit hält? Also ein Frankie de Tori, der jetzt ja auch auf seiner Abschiedstournee ist, 52 ist der, glaube ich, ne? Ja, der ist ein bisschen jünger. Ja, aber trotzdem, das ist schon über 50. Leistungssport gibt es ja nicht viele, die das können. Ja, das ist richtig. Mittlerweile sind die Jockeys auch so, dass sie viel trainieren und dehnen und Kraftsport machen, den Ausgleich haben. Und das hält eigentlich jung. Das ist wirklich das Geheimnis des Sports für die Jugend. Du hörst ja nicht ganz auf. Du bleibst im Sport als Arbeitsreiter erhalten, hoffentlich auch in anderer Funktion. Es wird ja noch das ein oder andere aktive Rennen geben, ja. Da wird man dich dann ja auch sehen. Das weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht beschlossen. Also ja, ja. Ich habe mir darüber einen Kopf gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich dann wirklich auch als Ex-Aktiver dann nochmal in den Sattel springen muss. Das weiß ich. Aber du hast ja auch den Kopf gemacht, dann aufzuhören Ende letzten Jahres. Du warst letztes Jahr nochmal sehr erfolgreich. Du hast einen Gruppensieg mit Alaska Sonne für dein Heimatgestüt Röttgen. Genau. Du warst Zweiter im Derby, eine Platzierung, mit der du immer noch ein bisschen hast.
war das, weil wir haben den Zielspiegel vermisst. Ja, den vermisse ich immer noch. Und ja, vorher glaube ich das Zielfoto nicht, sage ich einmal frech. Ja, aber wie gesagt, du kannst es nicht belegen und das ist eine Entscheidung jetzt. Das ist ja auch der Friedhof, das ist die Vergangenheit, auf dem wir uns bewegen. Aber einmal Derby-Sieg wäre schon schön gewesen, aber du hast einen in Macau. Zwei habe ich gewonnen. Ich habe einmal das holländische Derby gewonnen, da gab es noch 100.000 Mark damals für den Sieger. Das war schon ein recht gut Turnier. Und in Macau habe ich ein Derby gewonnen, jawohl. Das ist als Gruppe 1. Ja. Also auch die höchste Kategorie gewonnen. Also sportlich, wenn du jetzt die Bilanz deiner Karriere ziehst, wie fällt die aus? Eine Achterbahn. Ich war mal ganz oben und ganz unten. Das ging immer einen rauf und runter. Deswegen habe ich auch den Spitznamen Phoenix, weil ich immer aus der Asche wieder rausgekommen bin. Immer wenn die gedacht haben, jetzt kommt er nicht mehr wieder, das war ein Schlag von oben runter, dann bin ich wieder aufgestanden. Und das war halt auch, weil ich viel Ehrgeiz im Sport hatte. Und wie Vogelstrauß, irgendwann ziehe ich den Kopf raus und dann geht es richtig vorwärts. Und dann gebe ich auch wirklich Vollgas. Ja, es war ein bitterer Moment auch, obwohl ihr das, glaube ich, gut gelöst habt. Du hättest ja noch einen Derby-Sieger gehabt, See the Moon. Da warst du damals Stalljockey für Görlsdorf. Der nächste Friedhof. See the Moon war der Top-Favorit, hat ja dann auch souverän dieses Derby gewonnen. Jetzt sind seine ganzen Nachkommen super erfolgreich. Ganz also toll, Vater des jetzigen Derby-Siegers Fantastic Moon. Den durftest du dann nicht reiten, du bist vorher gestürzt. Ja, hattest, ein paar Wochen vorher. Ein paar Wochen vorher hattest Prellungen. Und dann haben die Besitzer gesagt, nee, wir wollen doch einen anderen Jockey haben. Ja. War bitter, ne? Ja, klar, natürlich. Wenn man eigentlich weiß, dass man gesund ist und dann runtergesetzt wird, weil die Besitzer denken, man ist krank, ist natürlich alles ein bisschen eine blöde Geschichte. Ja. Norbert Böhm ist im Vorstand des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins und eben habe ich ein Selfie mit ihm zusammen mit Andreas Helfenbein gemacht. Herr Böhm, das machen Sie nicht immer oder das wollen Sie auch gar nicht immer, aber in diesem Fall schon. Warum? Ja, weil es was ganz Besonderes ist. Nicht? Andreas Helfenbein ist eine Größe in diesem Sport und ich bin geneigt zu sagen, Legende. Es ist das dritte Foto, dass die beiden anderen waren. René Picholet, kurz nach dem Gewinn des Prix de l'Arc de Triomphe, und das letzte, da bin ich besonders stolz drauf, war Hein Bollo. Und Helfenbein sagte gerade, in der Reihe sehe ich mich nicht ungerne. Ja, das sehe ich so. Wenn du jetzt Sonntag da in den Sattel steigst, das wird schon schwer auch irgendwo, ne? Schön, aber auch schwer. Ja, ich habe mir am Anfang sehr schwer getan, aber je näher es kommt, je mehr freue ich mich. Ich freue mich auf den Abschluss. Du gehörst ja zu den Jockeys, der auch bei den Fans sehr beliebt ist. Also das glaube ich, das merkt man ja auch so ein bisschen in den sozialen Medien, da sind ja auch diese Geschichten vorab gelaufen oder so, also da sind schon viele Supporter dabei. Ja, Gott sei Dank, bin ich sehr froh drüber, denn die haben ja auch meine Fehler immer verziehen, die ich mal gemacht habe. Macht einen ja auch menschlich, oder? Ja, natürlich. Aber also, ich habe schon sehr gerne vor dem Publikum geritten. Okay, das wird dann das letzte Mal werden am Sonntag. Wir werden das sehen, wir werden das begleiten und ja, und werden uns dann nochmal widersprechen. Okay. Danke. Gerne.